Und während du dich gerade so ein bisschen in den wohligen Sessel sitzt, deine Platzwunde passt, ja, scheint auch gar nicht mehr so sehr zu pochen und weh zu tun. Da kannst du sehen, wie ein weiteres Mal die Tür aufgeht und eine junge Geweihte ebenso mit einem Zwicker auf der Nase dann auftaucht. Verzeiht, mein Herr? Ja. Wir haben da draußen einen Elfen, der sagt, es gibt wohl einen Verletzten und der möchte ganz gerne zu euch. Soll ich ihn reinlassen? Bringt ihn zu uns. Ihr verzeiht aber mir? Natürlich. Ich verstehe natürlich, dass ihr jeden dahergelaufenen nun helfen müsst, aber nun ja, das bringt wohl das Amt wohl mit sich. Ja. Heute ist besonders viel los. Ihr müsst wissen, dass heute Morgen ist ein Sonnenlegionär gestorben. Oh. Nun soll ich sagen, es ist gut oder es ist schlecht? Nun, er ist gestorben, es ist schlecht, Es ist immer vermutlich. schlecht, wenn ein Diener des Lichts und der Preios-Küche stirbt. Wir haben einige Helden darauf angesetzt. Helden der Wildermark. Kennt man sie? Sind sie vertrauenswürdig? Vertrauenswürdig, ja. Sie haben vor kurzer Zeit tatsächlich eine Aufgabe erfüllt, die mit euch in Verbindung stand. Ihr erinnert euch an das Schwert? Yamish Akvam? Oh ja. Ich hoffe. Lasst mich doch los. Wir brauchen einen Heiler. Ich sagte euch doch. Nun, nun, junger Mann, nicht so schnell. Es ist aber doch wichtig und zeitkritisch. Ich Wollt ihr klär. jetzt helfen? Ich gehe dir von dem Hofwürden ab. Bewahrt ein wenig Haltung. Alles gut, alles gut. Kommt rein, junger Elf. Andoril. Andoriel, wie können wir euch helfen? Ban Baladin. Gleich kommen weitere Gefährten mit einem verletzten Preiospriester. Er braucht dringend Hilfe. Ein Er wurde weiterer gefoltert. Preios-Priester. Nun dann, möge er herkommen. Wir können uns gerne um ihn kümmern. Und seine Verletzung werden wir sicherlich auch gleich unter Kontrolle kriegen. Dann hole ich ihn und hierher in dieses Büro. Ja, Habt ihr keine direkt zu mir. Heilerkammer oder? Direkt zu mir, direkt zu mir. Wir haben alles, was wir brauchen hier. Ja, Antorell reißt sich wieder los, guckt noch die beiden Gestalten ein bisschen irritiert an, ist dann aber auch schon halb zur Tür wieder raus. Was geht hier vor sich? Es scheint sich um sich zu greifen hier. Ein Geweihter wird verletzt, ein Legionär stirbt. Tja, wir haben gerade die Dispute zum heiligen Sankt Quanion, die morgen vor allem ja, geführt werden sollen. Viele der Quanions-Queste sind aufgebrochen, die Pilger. Das Licht wurde noch nicht wiederentdeckt. Nein, davon hättet ihr sicherlich gehört. Auch wenn ihr gerade viel beschäftigt seid, aber sollte das Licht wieder auftauchen, davon würde man im aventurischen Boden hören. Nun gut, vielleicht finden wir weitere Aufklärung, wenn wir nun ja diese Gestalten von der Straße etwas befragen. Nun, dann warten wir doch ein, 2 Minuten. Sie werden gleich kommen. Übrigens ein ausgezeichneter Tee, den hier serviert. Ja. Damit klappte auch sein Buch zu, was er noch eben vor sich offen liegen hatte, und faltet die Hände vor seinem Tisch. Und so können Kasim und Falk gemeinsam mit Goswin eintreffen. Klar, am besten noch durch 3 Türen, dann pflege ich mich auch am besten noch auf die Schnauze. Setzt euch, ganz ruhig, erklärt euch. Was ist, das ist Goswin von Wetterau. Erzählt, Euer Kasim, erzählt. Kasim verbeugt sich einmal vor Wallner Yitzchok, Meister Yitzchok. Wir sind unseren Ermittlungen weitergegangen und haben die Quelle der Botschaften, die hier versteckt wurden, gefunden und dort einen Hinweis auf den Ursprungsort gefunden. Dort fanden wir die, naja, Verschwörer. Sie waren dabei, irgendein Ritual durchzuführen. Wir konnten Goswin von Wetterau befreien, beziehungsweise unsere Gefährten hatten das schon erledigt. Sie sind auf anderem Wege dorthin gelangt. Und nun haben wir ihn hierher gebracht. Das ist ein Ort, dem ich nahezu rückhaltlos vertraue. Genau. Ja, man zieht da mal irgendeinen Stuhl heran. Im Zweifel schubst man den komischen Schwarzmagier auch einfach von einem runter und hockt den hin und lässt dann den Preispriester sich da draufsetzen.
Ja, während du das sagst, wird Valnek Hitzcock selber an ihn herantreten und dann mit seinem eigenen Heilsegen anfangen. Nun, dann habt Dank, dass ihr ihn gerettet habt. Einen Moment, ich muss mich erst um die Verletzung kümmern. Ja, und währenddessen könnt ihr euch ein bisschen umblicken. Anduriel ist immer noch im Türrahmen stehen geblieben. Auch Falk kann so ein bisschen misstrauisch gucken, wie da jetzt dieser Schwarzmagier neben dem Hesinde Hochgeweihten auf dem Stuhl sitzt und so ein bisschen zwielichtig aussieht. Hat wohl Verbrennung im Gesicht und wirkt abgekämpft. Auch so eine so blutende Spur auf seiner Stirn, die wohl von Kämpfen zeugt. Hey, was geht hier eigentlich vor sich? Ich habe keinen blassen Schimmer. Kennt man den? Ich kenne hier keinen von euch. Kasim scheint ihn auch nicht zu kennen. Bis jetzt kann ich nicht sagen. Kasim scheint ihn nicht... Bitte? Andoriel zeigt auf den Magier, der offenbar du bist, ob du das bist. Ja, genau, der. Er nickt. Ja, auch Kasim scheint den Mann, der da sitzt, nicht zu kennen. Aber er mustert ihn mit einem eher sehr, sehr kritischen Gesichtsausdruck, legt so ein bisschen die Stirn in Falten. Ja, ich würde dann ganz selbstverständlich vom Stuhl aufstehen, mir eins von diesen Tüchern greifen, mit denen der verbunden gerade wird, der andere, und mir die Stirn so abtupfen und mir probieren, ja, die gröbsten Verletzungen zu beseitigen und meine Kleidung wieder zu richten. Nun, wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Sie deutet mal seine Verbeugung an, ohne ihn aus den Augen zu lassen. Ich bin Kasim ibn Alam, Adept vom ewigen Konzil der elementaren Gewalten im Rastulswal. Und ihr? Ah, Draconia. Nun, mein Name ist Abimelia Morenes. Ich habe viele Titel, aber das tut nicht zur Sache hier. Ich landete aus Versehen hier im Tempel. Ein Unfall, könnte man sagen. Es scheint, ich bin zur rechten Zeit am rechten Ort. Wieder einmal. Ihr sagt etwas von einer Verschwörung? Warum sollten wir euch davon erzählen, Schwarzmagier? Auch wenn ihr einen großen Namen tragt und nun, ich habe wir offenbar gemeinsame Freunde haben. Nun, ich habe wesentlich mehr Erfahrung in solchen Sachen als ihr vermutlich. Ihr könnt mir trauen oder ihr könnt es nicht tun, aber ich biete euch meine Hilfe an. Nehmt sie an oder lasst es bleiben. Es ist mir einerlei. Er wird einen Moment gemustert. Jalan vertraut euch offensichtlich. Also werde ich euch auch vertrauen. Nun, Vertrauen muss gewonnen werden. Es wird einem nicht geschenkt. Ich verstehe eure Bedenken bezüglich meiner Gildenangehörigkeit, aber lassen wir das einmal aus Betracht. Diese Gildenstreitigkeiten sind lächerlich. Ihr habt vermutlich recht. Nun, wie ich hörte, hält sich Draconia auch aus der Grauen Gilde heraus und überlässt die politischen Schachzüge anderen. Weitestgehend. Ihr solltet vermutlich dabei bleiben. Vermutlich zu Recht. Nun, wie wäre es, wenn ihr mir etwas Vertrauen vorschießt und mich etwas aufklärt und auch den Hochgeweihten hier? Meister Hitzcock ist zum Teil schon informiert. Wir haben im Laufe des Tages bereits ein paar Ermittlungen hier angestellt und ihn mit einbezogen. Kurz zusammengefasst, es gibt eine Verschwörung unter... Ich würde nicht sagen unter Praios Dienern, denn sie sind offensichtlich nicht solche, sondern geben sich nur als solche aus. Aber ohne eine ausdrückliche Erlaubnis werde ich euch nicht weiter darüber berichten dürfen. Natürlich nicht.
Abel Mir war damals einer der Ersten, der im Jahr des Feuers zu mir kam und von diesen Dingen berichtete. Er und seine Freunde. Wir bekämpfen diese Scheusale hier und woanders. Es scheint, sie sind wieder rege geworden, die Diener des Herrn der Lohe. Ich schätze, dass es sich auf jeden Fall um solche handelt. Danke, Meister. Danke, Meister. Jetzt kommt mir jetzt etwas besser für eure Heilung. Danke auch euch, Kasim und Falk und Anduriel. Anduriel, Sturmsuchermänner. Danke, dass ihr besser geht. Danke, dass ihr mich hierher gebracht habt. Das, was gesagt wurde, muss tatsächlich zutreffen. Irgendeine Verschwörung im Rahmen der Pryos-Kirche. Auch wenn ich selber dazugehöre, wurde ich doch von unseresgleichen entführt. Was auch immer das zu bedeuten hat. Ihr, Kasim, ihr sagtet bereits den Namen. Alessa Carfink, ja? Korrekt. Sie ist vermutlich der Kopf dieser Verschwörung. Und der ehrenwerte Sonnenlegionär, der heute Morgen tot aufgefunden wurde, Vitus Erfurte, ist ihr oder dieser Verschwörung zum Teil auf die Schliche gekommen. Der Name sagt mir nichts, aber ich werde ihn recherchieren. Gab er sein Leben für mich, oder? Er wurde offenbar von der, jetzt muss ich kurz gucken, wie heißt, von Gülbera Steinhauer auf diese, ja, auf ein paar Ungereimtheiten angesetzt, die er analysiert hat. Und hat offenbar bei seinen Nachforschungen die Aufmerksamkeit derer entdeckt. Man wurde dann von einem Unbeteiligten, der durch dämonische Macht besessen wurde und verstärkt wurde, am Rande der Brache zu Tode gebracht. Ich werde für seine Seele beten. Am Rande der Brache. Was ist mit dieser Alessa Carfink jetzt? Sie war nicht bei mir. Ich weiß. Unmittelbar bevor wir zu euch gekommen sind, bevor ich und meine Gefährten eingetroffen sind und die anderen, die sind ja schon etwas früher da gewesen, unmittelbar davor waren wir in der Stadt des Lichts, um Bericht zu erstatten und haben dort dann noch einen Hinweis nachgegangen. In diesem Hinweis, in einem toter Briefkasten, in einem notdürftig geflickten Mauerstück, haben wir den Hinweis darauf gefunden, wie alles zusammenhängt und auch auf das Haus. Alessa Carfink haben wir ungefähr 1 bis 1,5 Stunden Gläser vorher in der Stadt des Lichts noch gesehen, wo sie mit einem Hund unterwegs war, der dem aus dem Keller erschreckend ähnlich sah. Vermutlich aus derselben Zucht. Ob er ebenfalls dämonisch pervertiert und verstärkt wurde, kann ich nicht sagen. Dann müssen wir dafür sorgen, dass sie festgenommen wird und angeklagt wird. Definitiv. Würdet ihr dies für mich übernehmen? Meister Jitzkok hat mich geheilt, aber ganz auf den Beinen bin ich noch nicht. Wenn ihr mir diesen Dienst erweisen würdet, dann wäre ich euch sehr verbunden. Sucht Carfink und klagt sie an oder richtet sie. Wir werden versuchen, sie zu fangen. Allerdings sind nun ja Leute, die mit den Niederhöllen im Bunde sind, meistens nicht bereit, sich lebend fangen zu lassen. Die Erfahrung habe ich wohl auch gemacht. Aber ihr werdet wissen, was zu tun ist. Man nickt ihm einmal zu. Dann schaut man zu Falk. Der nickt auch, aber ein wenig zaghaft dazu. Gut. Können wir euren Kampf irgendwie unterstützen? Wenn es gegen den Herrn der Rache und seine Diener geht, sind wir gerne bereit, auch die Sündekirche, dass wir unsere Dinge zur Verfügung stellen. Meister Kasim, ihr habt noch die Heiltränke, korrekt?
Ich habe einen Heiltrank. Ich wagte allerdings nicht ihn. Oti, was für einen Kirchenrang hat Goswin von Wetterau? Wurde uns das gesagt? Nee, erstmal nur ein einfacher Pilger, okay. Der wohl aber sehr wichtig ist in diesem Rahmen. Du weißt nicht genau, also sein Rang innerhalb der Kirche ist moderat, er ist einfach ein Geweihter, aber er ist wohl irgendwie durch Verwandtschaftsverhältnisse wichtiger als zunächst gedacht. Okay. Die anderen Heiltränke sind bei meinen Gefährten, die heute Morgen mit mir da waren. Ich wagte allerdings nicht, ihnen seinen Gnaden anzubieten, da ich nicht weiß, ob er mit Magie hergestellt wurde. Nun, das sind sie hier nicht. Nein, nein. Wir verfügen über fähige Alchemisten. Ihr solltet das nicht glauben. Gegen den Herrn der Rache, also. Meister Abelmir, es scheint, als würden kamale Kausalknoten auch euch mit dieser Queste verbinden. Darf ich euch also einladen, in diesem Kampf beiteilzunehmen, so er denn auch mit euren Dingen verknüpft ist, die ihr damals vor 3 Jahren herausgefunden habt? Nun ja, wer bin ich, als eine Aufgabe nicht zu vollenden, die ich einmal angefangen habe? Ich schließe mich gern diesen Herrschaften an, wenn sie mich in ihrer Mitte dulden. Selbstverständlich. Nun, dann wollen wir uns ordnungsgemäß vorstellen. Abelmir Jamorinus, ich reiche dir die Hand. Ja, Kasim reicht dir auch die Hand. Er ist kalt. Also er fühlt sich tatsächlich an, als wäre er direkt irgendwie aus dem ewigen Eis her transversalisiert. Und ihr dort, tritt doch aus der Tür heraus und kommt zu uns. Abelmir Jamorinus, sehr erfreut. Was ich mit dieser ganzen Sache gut habe, weiß ich noch nicht ganz. Dore greift sich kurz in den Hut, nickt dabei aber dann auch an Dore, mein Name. Der Zufall bildet die seltsamsten Gemeinschaften. Und ihr? Volk wohl, hochgelehrter Herr. Hm? Ihr kommt aus Garnet? Das wohl. Sehr schön. Dann kennt ihr euch wohl in dieser Stadt einigermaßen aus. Meine Besuche in dieser Stadt liegen schon einige Zeit zurück. Dore lächelt etwas. Nun, Kasim, die Stadt des Lichts wäre unser nächstes Ziel also? Dort habe ich diese Frau zumindest zuletzt gesehen. Das wäre der logische Ausgangspunkt. Die Torwachen fragen, ob sie bereits den Ort verlassen hat und wenn ja, in welche Richtung. Nun, dann wollen wir hoffen, dass sie mich hereinlassen. Ich bin in dieser Stadt nicht wohl gut gelitten, in der Stadt des Lichts. Das wird schon, die haben mich auch reingelassen. Nun, es gab in der Vergangenheit einige unglückliche Verstrickungen, die, nun ja, mich und die Preiskirche etwas verstimmten. Teile davon kann man im Boten nachlesen. Ja, das bringt wohl der Ruhm mit sich. Und während ihr aufbrecht in Richtung der Stadt des Lichts, kann Magister Teferi den Keller betreten vom Haus der Schwarzen Sonne. Du hast den oberen Teil durchsucht und dabei tatsächlich das ein oder andere an Verbindung gefunden, vor allem wie Alissa Carfang mit dem verräterischen Bürgermeister in Verbindung steht und wohl auch Hinweise darauf, dass sie einen Pakt geschlossen hat. Die Fenster allesamt sind zugehangen, sodass möglichst wenig Licht hier hindurchkommt. Auch die Ritzen wurden teilweise verhangen und auch das eine oder andere an merkwürdigen kleinen Artefakten, die dann der Odem sicherlich oder auch ein Analys später zutage fördern könnte. Während du den Keller nach unten gehst, kannst du tatsächlich genau das entdecken, was du im Vorfeld schon einmal vermutet hattest. Er strotzt so von Klischees, dieser Keller. Neben den Leichen, die wohl die Helden vor einigen Stunden oder Minuten erschlagen haben, dampfen tun sie nicht mehr, kannst du dort in der Mitte erkennen, das Zentrum dieses finsteren Opferrituals, ein Heptagramm mit den Zeichen des Tagesherrschers und eine weitere Glyphe, die dir Sorgen bereitet. Das Zeichen eines großen Dämons. Hast du Zayat? Einen Augenblick.
Kannst du uns auch eine Magiekundeprobe würfeln mit Spezialisierung Dämonologie? Ich kann nicht Zayat lesen. Ich habe nicht die Spezialisierung Dämonologie. Ja, du darfst trotzdem würfeln. Wären ja sonst nur nochmal zwei Punkte zusätzlich. Ja. Die Zeichen legen wohl die Domäne Blackerats nahe und es scheint sich dabei um einen mächtigen, gehörnten Diener zu handeln. Den Namen selbst kannst du aufgrund von fehlenden Zayat-Kenntnissen so nicht identifizieren, aber es sieht schon sehr besorgniserregend aus, wie dieser Keller vor dir liegt. Der Zauberer hat mehrere Notizbücher, von denen er eines rausgenommen hat und alles abzeichnet, was er hier zu finden kann. Relativ penibel. Er lässt sich dabei viel Zeit, wenn er die Zeichnungen anfertigt. Und er wird sich so lange Zeit lassen, wie er braucht. Also entweder werden irgendwann Leute hier wieder zu ihm dazustoßen, oder die Bandstrahler werden ihn halt alleine lassen, stundenlang, während er hier das Haus durchsucht. Wichtigste Notiz sicherlich im Tagebuch: Alissa Carfeng und Bürgermeister Carfeng. 3 Fragezeichen. Wie können sie nur zusammenhängen? Das ist ein kompliziertes Problem. Darüber muss ich nochmal nachdenken. Ja, oben hast du auch vor allem viele Notizbücher zu der Stadt des Lichts gefunden, zu der Glocke von Ovilmar oder diesem Pendel, was er wohl entworfen hat. Hat ja nicht nur die gesamte Stadt des Lichts, sondern auch vor allem dieses Pendel erfunden, was durch die gesamte Stadt von Gareth dröhnt, wenn man sie dann schlägt. Und ein zweites Pendel, was wohl auch damit in Verbindung stehen soll, allerdings ein paar Städte oder Örtchen weiter. Und wohl auch Verbindung von diesem merkwürdigen Goswin von Wetterau, der wohl mit Ovilmir verknüpft ist. Und laut diesen Dokumenten, die da abgezeichnet vor dir in den Notizbüchern auftauchen, in Verbindung stehen. Wie gesagt, das finstere Ritual, so wie du es oben dir zusammengereimt hast, sollte wohl dafür sorgen, dass die Stadt des Lichts entweiht wird. Habe ich ein Tagebuch von Alissa Carfeng gefunden? Weiß ich jetzt, wie deren Plan gelautet hat ungefähr? Ja. Ja, dann schickt der Zauberer das zusammen und habe ich in dem Tagebuch Notizen gefunden. Also ich werde ja sicherlich deutlich länger dort beschäftigt sein, als die anderen bisher im Pentagon-Tempel waren. Aber in dem Tagebuch habe ich ja auch Notizen zu dem Koschbasalt-Kästchen, das mit dem mit der Kette versiegelt ist, das ich gefunden hatte, in der einen Schublade gefunden. Worum es sich da handelt? Also beim Querlesen ist dir wohl auch aufgefallen, ja, sie hat das Kästchen erwähnt, hat sie in der Dämonenbrache gefunden, und zwar nicht nur irgendwo, sondern wohl in der abgestürzten Kolakai, in dem abgestürzten Splitter, in einer der verschiedenen Grüfte hat sie wohl dieses Kästchen entdeckt und darin, sie hat es selbst wohl geöffnet und auch die Schutzsigillen zerkratzt. Ein Messer aus Wolfsstahl. Aha. Aber warum ist es denn jetzt wieder versiegelt und mit der Kette verschlossen? Also wirklich versiegelt ist es nicht. Die Ketten sind halt noch drum, weil sie es so gefunden hatte. Aber sie hat es geöffnet und sie sagt wohl, dass der Dolch selbst ihr nicht ganz geheuer ist. Ja, okay. Dann ist ja relativ klar. Wie lange brauche ich insgesamt, um das ganze Haus fertig abschließend zu durchsuchen? Also du hast jetzt, wie gesagt, verschiedene Schubladen aufgezogen. Die Wäsche war jetzt nicht so sehr interessant für dich. Die Bücher wurden schon eher... Brauche ich, um insgesamt eine Stunde, genau, eine Stunde. Eine Stunde nur, um das ganze Haus zu suchen und ein Tagebuch quer zu lesen? Ja. Dann ist vielleicht die Frage, ob Andoril irgendwann wieder zu ihm stößt, denn er würde nicht einfach die anderen begleiten. Er hat ja einen Auftraggeber, dem wird er durchaus wieder berichten. Er hat ja seinen ersten Auftrag quasi erledigt, den Priester zum Pentagon-Tempel zu bringen. Ja, und während du dort unten im Ritualkeller stehst, die ganzen Sachen noch einmal durchgehst, das Ganze in einen Zusammenhang setzt, kannst du wohl hören, wie über dir es ein bisschen rumort und dann die Treppe nach unten gestiegen wird. Es ist wohl kein Bandstrahler, der nach unten kommt, sondern ein graziler Elf. Ah, ja. Andi war euer Name, richtig? Andoriel. Herausragend. Mit dem blutüberströmten Mann ist alles in Ordnung? Das ist wohl merkwürdig. Irgendeine Verschwörung. Ich dachte mir, vielleicht wollt ihr mehr darüber wissen, aber hier... Ja, ich habe hier... Der Zauberer hält das Tagebuch vor und dreht es einmal zu ihm um. Seht ihr hier? Das ist das Tagebuch der Kultleiterin. Aber erzähl doch mal, was habe ich verpasst? Ihr wart im Pentagon-Tempel.
bei dem Tempelvorsteher, glaube ich, und da ist da ein Schwarzmagier gewesen und irgendwie wurde gesagt, dass die alle zusammenarbeiten sollen und eventuell die Kultführerin, ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, auf jeden Fall suchen sollen, um sie der Gerichtsbarkeit zu übergeben oder sie, zu Golgari zu schicken. Als Auerling, das ist kein Problem. Ich habe hier das Tagebuch und ich habe einen Freund, der sehr gut daran ist, Dinge zu finden und Leute zu finden, die zu Dingen einen sehr persönlichen Bezug haben. Der Zauberer nickt. Ich dachte mir, vielleicht sollten wir sie begleiten. Ich weiß aber nicht, ob die Stadt des Lichts angemessen ist. Also Andoriel ist mein Name. Wie ist denn überhaupt euer Name? Wenn ich schon für euch arbeiten soll. Teferi könnt ihr mich nennen. Einfach nur Teferi. Ich habe euch vorhin ein Goldstück gegeben. Ist das genug? Was nehmt ihr normalerweise am Tag? Für eine einfache Aufgabe wäre das genug. Das scheint mir aber unangemessen zu sein für die Jagd auf eine Kultführerin. Und dann schaut sich in diesem Keller um. Also es scheint nicht das erste Mal zu sein, dass er in solch einem Keller steht. Ist durchaus ein bisschen... aber er ist durchaus mal in dieses Tagebuch angetreten und wird auch da so über die Sachen gucken. Er hat zumindest da keine große Scheu, auch wenn er sich vor so diesem Kästchen zum Beispiel, da hält er sich fern, aber vor anderen Sachen nicht unbedingt. Ja, aber also ein Goldstück langt nicht. Wir haben jetzt hier ein bisschen mehr für uns. Was ist denn dann die Rate, die ich euch zahlen sollte?